Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu dieser Pickup-Episode. Normalerweise habe ich ja immer bis jetzt ein Unboxing-Video pro Monat hinbekommen. Diesmal ist es etwas mehr, viel Kleinigkeiten kamen dazu und da ist ein Pickup-Format die bessere Lösung, wie ich finde. Ich präsentiere euch heute Kleinigkeiten, Schätze, die ich mir die letzten Wochen zugelegt habe aus dem Bereich Film, aus dem Bereich Serien, aus dem Bereich Retro-Games und natürlich Action-Toys. Und ja, ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Meine erste Errungenschaft für heute ist schon ein paar Tage älter. Habt ihr vielleicht in meinem Antwortvideo gesehen vom guten Leder, vom Kanal Lederchens Gruselkiste, da wurde ich getaggt, 18 Fragen zum Thema Sammeln zu beantworten. Und da habe ich mich ganz im Bereich VHS festgelegt und einmal kurz über diesen Film gesprochen. Und den habe ich mir geholt für 4,90 Euro bei der ersten Wahl, der ersten Anlaufstelle für VHS-Filme für mich beim Film Retro Shop. Ganz kurz mal was zum Film Retro Shop. Das ist jetzt hier unbezahlte Werbung. Ich stehe mit den Jungs nicht im Kontakt. Ist ein Online-Shop, der sich wirklich auf VHS-Filme spezialisiert hat. Ich meine, die haben da auch Betamax-Filme und Laserdisc, ich meine auch Super 8 Filme, also wirklich ein Retro-Shop, ganz im alten Stile wie die Videotheken, die es ja so gut wie gar nicht mehr gibt heute. Und da beziehe ich meine Filme. Das sind wohl auch alles Filme, die aus Videotheken kommen, gehe ich mal von aus. Ja, und das ist ja in Ordnung. Die reinigen die Kassetten, die prüfen die Kassetten und ja, die kann man sich dann für einen guten Preis rein zulegen. In manchen Filmen sind da Sammlerstücke dabei, die da ein bisschen mehr kosten. Er hier war, wie gesagt, für 4,90 Euro zu haben. Ein fairer Preis, wie ich finde. Ganz kurz zu dem Film selbst. Eigentlich wollte ich American Fighter 2 haben. War aber zu der Zeit im Film Retro Shop nicht zu haben. Und der gute Dirk vom Kanal Yggdrasil Toy Collector, ich grüße dich, mein Freund, hat mich da so ein bisschen getriggert. Er hat vor ein paar Wochen mal den Ninjor von den Masters of the Universe Origins reviewed. Und seine Reviews bauen sich immer so ein bisschen auf. Es geht um die Figur, aber auch um Randthemen. Und da hat er mal Ninjas besprochen. Und da war ich wieder so gefixt drauf und wollte American Fighter 2 in meine VHS-Sammlung haben, weil es war einer von den Filmen, die im Fernsehen damals rauf und runter liefen. Und ich den grandios fand. Teil 1 habe ich mir dann geholt, bedingt dadurch, dass Teil 2 nicht da war. Und ich konnte mich so gut wie gar nicht daran erinnern. Lief der etwa, ja, wahrscheinlich weniger im Fernsehen. Auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Nicht das, was ich wollte. Der Film ist okay. Er ist hier trotz 18 Jahre aber auch deutlich geschnitten. Das merkt man leider. Und ich denke mal, wenn ich Teil 2 irgendwann mal habe, wird er dann weichen, weil so einen Bezug habe ich dazu nicht. Und ihr wisst, in Sachen VHS kommen nur Filme in eine Sammlung, die ich wirklich als Kind erlebt habe oder als Jugendliche und einen Bezug zu habe. Er wird dann leider weichen. So ist er echt nicht schlecht, aber es ist nicht das, was ich wollte. Und Teil 2 habe ich zumindest in Erinnerung gehabt, dass der Film mir sehr gut gefallen hat, ist aber auch schon mindestens ja, 25 Jahre wieder her, wie die Zeit vergeht. Wenn wir schon von vergangenen Zeiten sprechen, meine Lieblingsserie habe ich mir nochmal zugelegt auf DVD, die komplette 5. Staffel. Die 4 vorigen habe ich schon bereits. Ich werde auch auf DVD das Format zu Ende bringen. Und ja, ziehe ich mir gerade rein. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich bin riesen Magnum-Fan. Hier auf meinem Kanal habe ich ja einen Film- und Serienrückblick bereits zu Magnum gemacht. Könnt ihr mal euch gerne anschauen. Geht nur ein paar Minütchen. Und ich bin da immer so begeistert von. Ja, bin auch schon bald wieder durch. Ich mache das immer so. So einmal im Jahr hole ich mir eine Staffel und dann ziehe ich mir die genüsslich rein. Ich sage immer so,
ein, zwei Folgen pro Woche und dann reicht das auch. Ich möchte mir das aufheben. Magnum oder auch Serien der 80er ist nicht jetzt so wie zum Beispiel Cobra Kai auf Netflix, dass ich mir mit meiner Frau innerhalb ein bis maximal zwei Tage rein, wenn eine neue Staffel rauskommt. Also man ist da nach ein paar Stunden sofort durch. Hier hat man natürlich erstmal weitaus mehr Folgen, aber ich lasse mir da Zeit. Ich brauche das jetzt nicht exzessiv zu konsumieren. Mir reicht zwei Folgen pro Woche und dann mache ich ein bisschen Pause und dann kommt irgendwann mal die nächste Staffel. Ja, und was soll ich sagen? Auch die Staffel ist absolut genial. Macht mir richtig, richtig viel Spaß und kann ich euch allen, ja, 80er-Fans ganz, ganz besonders empfehlen. Schaut da mal rein. Ich denke, die meisten von euch kennen Magnum. Guckt da mal rein. Kann man sich nach über 40 Jahren immer noch wunderbar geben. Also definitiv eine klare Kaufempfehlung. Habe ich von Amazon bekommen für 9,99 €. Da kann man wirklich nicht meckern. Wandern wir mal fröhlich weiter zu den Blu-ray-Filmen. Und ihr wisst es, die VHS-Sammlung beschränkt sich auf Filme aus meiner Kindheit, die ich haben möchte. Alle anderen Filme kaufe ich mir lieber auf Blu-ray. Ich habe auch die Möglichkeit, hier in meiner Man Cave über die Xbox One X 4K-Filme zu schauen. Aber zurzeit habe ich das Thema 4K erstmal pausiert, denn ich bin nicht bereit, das Vierfache auf 4K zu zahlen im Vergleich jetzt hier zu einem Blu-ray. Denn ich habe für den Film 7,99 € bei Amazon bezahlt und ich bin nicht bereit, jetzt für ein etwas besseres Bild, wie ich finde, 32 oder 28 Euro von mir aus zu zahlen. Das ist es mir nicht wert. Deswegen warte ich noch ein bisschen, bis sich der Preis vielleicht wieder beruhigt hat, weil so macht es keinen Spaß. Definitiv nicht. Aber kurz mal zu The Green Mile. Ein Meisterwerk. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich bin riesen Tom Hanks Fan. Ich liebe diesen Film. Er ist wirklich was ganz Besonderes. Ich mag auch die Farben dieses Films. Ich kann es echt nicht erklären. Aber dieser Film hat so eine gewisse Farbtiefe. Und das macht wirklich, das ist ein sehr, sehr warmes, beruhigendes Gefühl. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich habe da wieder richtig Lust drauf. Ich dachte, ich hätte den Film bereits in meiner Sammlung, aber das war es nicht. Und so ein Film gehört in jeder Sammlung, wie ich finde. So, dann bin ich ja auf der Suche nach Krieg der Sterne auf VHS. Die Urversion, nicht die überarbeitete ab 1999. Habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe Bock auf Star Wars. Ich habe zwar zurzeit Disney Plus abonniert, läuft jetzt Ende des Monats aus, aber ich möchte die Filme auf Blu-ray haben. Auf 4K werde ich sie mir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal holen, wenn der Preis dann wieder vernünftig hoffentlich wird. Aber diese Filmreihe gehört einfach in jeder Sammlung. Das ist einfach so. Es muss einfach sein. Es sind Meisterwerke. Und ich denke mal, ihr, die hier gerade zuschaut, ihr seht das genau wie ich. Das ist ja Magie aus unserer Kindheit. Und ja, ich werde mir die heute wahrscheinlich Abend mal reinziehen und ich liebe diese Covers. Die sehen so geil aus. Ich denke mal, ich brauche euch jetzt hier kein Bildmaterial einzuspielen. Ihr kennt alles schon und ja, gibt es glaube ich für 8,49 € auch bei Amazon zurzeit und muss man haben. Ich bin sowieso der Ansicht, dass Blu-ray oder physische Discs die Qualität immer besser ist als bei gestreamten Plattformen. Einfach weil die Komprimierungsverfahren da nicht so stark sind. Und ja, man muss es auch einfach haben. Kann man nicht anders sagen. Und ich schöffle da gerne noch ein bisschen Geld mittlerweile zu Disney rüber, weil ich will ja mehr Star Wars haben, muss ich sagen. Ich bin großer Fan von der Mandalorian. Ich bin großer Fan sogar von der Boba Fett-Serie. Andor ziehe ich mir gerade rein und werde langsam warm mit. Anfangs hat mir das nicht ganz so gefallen, aber das ist eine andere Thematik, die man besprechen kann. Auf jeden Fall. Tolle Filme, ich bin froh, die jetzt zu haben. Ich brauche sie noch auf VHS. Irgendwann kommen sie nochmal in 4K. Aber jetzt ziehe ich mir die erstmal so rein und bin absolut zufrieden, gerade von dem geilen Preis. Wechseln wir mal jetzt zu den Retro-Games. Denn im Zuge meiner PlayStation-Sammlung, ich habe da ein Video rausgebracht, hier auf meinem Kanal, habe ich wieder extrem Bock auf PlayStation 1 bekommen und mir ein paar Spiele organisiert. In dem Fall fange ich mal mit Rapid Racer an. War ein Spiel, was ich damals auf irgendeiner Demo-Disc hatte. Und ich habe mir dann Videos reingezogen.
war bei YouTube, hat man da genug gefunden und mir fällt auf, wow, das Spiel läuft ja in 60 Bildern pro Sekunde. Ich glaube, es war kein Emulator. Es war wirklich 60 Bilder pro Sekunde. Ich habe es mir geholt und tatsächlich, wow, Wahnsinn. Super flüssig. Eins muss man sofort sagen, wenn ihr das Spiel mal selbst haben wollt und zocken wollt, auf einer PlayStation 3 gibt es bei der Emulation leichte Probleme. Unten an dem Display bei dem oder im Cockpit habt ihr so leicht verschwommenes Bild. Es ist auf jeden Fall spielbar. Ich habe es dann mal auf der PlayStation 2 Slim ausprobiert, da läuft es ohne Probleme und auf einer PlayStation 1 sowieso. Auf jeden Fall ist ein Motorboot Racing Game und es macht ultra viel Spaß. Es ist sauschwer, muss ich sagen, ganz klar. Ich habe da aber echt Spaß mit dabei. Man kann da am Ball bleiben, coole Strecken, coole Musik ist dabei und ich glaube für 8 Euro inklusive Versand bei eBay geschossen, da macht ihr garantiert nichts falsch. Rapid Racer, echt ein Highlight aus meiner Jugendzeit. Auf eine Demo CD gezockt und endlich in meiner Sammlung. Der liebe Onkel Retro, ich grüße dich an dieser Stelle, falls du das hier siehst, hat vor ein paar Wochen einen Stream gestartet und Resident Evil 1 gezockt. Das Ziel war, so weit zu kommen, bis er stirbt, ohne zu speichern. Leider gab es dann Probleme mit dem Stream und er musste den Stream abbrechen. Aber er hat mich wieder angefixt. Ich habe das Spiel damals seinerzeit neu für 110 D-Mark 1996 gekauft. Und was soll ich sagen, es ist ein Spiel, was mich mittlerweile seitdem begleitet und gezwungenermaßen uns Gamer begleitet. Denn Capcom hat es dann in mehrfachen Versionen nochmal recycelt, ein Remake rausgemacht, was geil ist, wirklich grandios ist. Und diese Spielerei Resident Evil wird nie untergehen, so wie es gerade ausschaut. Und es gibt neue Teile. Ich glaube, Teil 8 habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Teil 7 auch noch nicht so richtig. Aber ich habe gerade Bock auf Resident Evil 1, denn es ist Kult. Es ist wirklich für mich immer noch spielenswert. Ich werde auch jetzt hoffentlich mit meiner Frau zusammen, jetzt im Oktober, Teil 1 auf der PlayStation 1 nachholen. Ich habe auch die Sega Saturn Version, aber das Spiel gehört auf einer PlayStation. So habe ich es damals erlebt, leider verkauft und endlich auch wieder in meiner Sammlung. Kann ich allen nur empfehlen, spielt mal wieder Retro-Zeug, nicht immer das Neueste vom Neuesten. Ihr werdet merken, ja, ihr macht Abstriche, aber dadurch ist die Gaming-Welt wirklich wieder groß geworden und dadurch haben wir wieder erstmals richtig tolle Spiele kennengelernt, die mittlerweile heute nur noch aufgewärmt und zigfach übernommen werden. Also holt mal wieder was Schönes Altes nach. Macht wirklich Spaß. Ein Arbeitskollege hat etwas bei sich zu Hause aufgeräumt und ein paar alte Games gefunden, auch im Bereich PlayStation, und mir diese freundlicherweise überlassen. Ich grüße dich, mein Guter. Und dabei ist Tomb Raider 3. Habe ich noch nie gespielt. Teil 1, ja. Habe ich sogar noch auf den N-Gage, wenn das einer von euch kennt. Teil 2 mal auch über eine Demo und Teil 3 schon gar nicht mehr. Ich war dann wirklich doch mehr der Resident Evil Fan. Beide Spiele kamen mir ungefähr zur gleichen Zeit raus. Und ich hatte Geld für eins und habe mich dann für Resident Evil entschieden, was für mich die bessere Wahl war, weil ich nicht so ganz mit der Steuerung zurechtgekommen bin damals. Aber ich habe Bock auf eine Zeitreise. Ich möchte mir das alles nochmal in Ruhe nachholen. So gut es halt geht. Spiele sind wirklich heute harte Kost. Man ist mittlerweile anderes gewohnt. Aber ich bin definitiv bereit dafür und ich meine, soll auch gut abgeschnitten haben damals in den Wertungen, aber ich überzeug mich da mal selbst von. Zu meiner Überraschung war da auch ein Mickey Mouse Spiel dabei, Mickey's Wild Adventure, wollte ich mir eigentlich bis heute oder bis dato gestern immer für mein Mega CD zulegen, weil das dort wirklich ein sehr gutes Spiel ist, ein herausragendes Spiel, so wie auf der PlayStation auch. Nur die Mega-CD-Version ist wirklich sauteuer. Ich habe es noch nie gespielt, freue mich aber tierisch drauf, weil es ist wirklich gut oder es soll wirklich gut sein. Die PlayStation-Version kriegt man hinterhergeschmissen, Pi mal Daumen, aber die Mega-CD-Version, wie alle Mega-CD-Spiele, ist mittlerweile sowas von unbezahlbar geworden. Das macht keinen Spaß. Und ja, ich habe Bock drauf. Ich kenne es, wie gesagt, nur von den Reviews und vom Hörensagen. Ich freue mich riesig drauf und lass mich überraschen, denn
die Mega Drive Disney-Spiele haben mir immer gefallen, seitdem ich Mega Drive zocke. Und ich denke mal, das hier wird nicht anders sein. Und kann man es denn zu zweit spielen? Ich weiß das gar nicht. Nee, ein Player. Egal. Trotzdem kann man dabei bestimmt gut zugucken, kann man sich immer abwechseln und ja, hoffentlich geht's bald los. In Sachen Retro-Games bin ich ja sehr gerne auf dem Kanal RecoPlay unterwegs. Lieber Sven, ich grüße dich. Ihr habt jetzt oder du hast jetzt vor kurzem 500 Abonnenten erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich klasse. Absolut verdient. Schaut mal rein, Kanal RecoPlay. Er ist dann mit Gästen ab und zu mal da und die machen das so sympathisch. So viel Information mit so viel Mühe und so viel Arbeit, die drin steckt. Spiele werden da wirklich komplett vorgestellt. Die ganzen Hersteller, alle, die mitgemischt haben, bisschen Hintergrundstory. Wahnsinn. Toll. Aber ich schaue auch einen anderen Kanal und der nennt sich Pass Gaming. Ich schaue Pass Gaming jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren. Eher so aufgrund der Videos, die er hochlädt im Bereich GamePro, diese Zeitschrift GamePro Anfang der 2000er zur sechsten Konsolengeneration. Für mich einer der liebsten Videospielzeitschriften, die es heute immer noch gibt, aber da bin ich leider mittlerweile raus. Und er hat auch einen zweiten Kanal und der nennt sich Pass Gaming Spielt. Und dort macht er gerade im Bereich von heute angesehen Rückblicke der letzten 20 Jahre oder vor 20 Jahren, gerade im Bereich 6. Konsolengeneration, auch so ein bisschen PC. Und da spielt er Spiele so im 3-4 Minuten Takt, packt dann alles mal zusammen Ende des Monats und das macht ultra viel Spaß, ein sympathischer Kerl. Falls du das hier sehen solltest, einen herzlichen Gruß nochmal an dich. Gucke ich wirklich sehr gerne, habe ich auch vor kurzem erst deinen Zweitkanal entdeckt, sofort abonniert. Und er hat Devil May Cry gespielt. Habe ich damals für die PlayStation 2 gehabt oder zumindest ausgeliehen. Ich fand das Intro damals ultra geil. Vielleicht entwickelt sich das heute so Richtung Fremdschämen, aber das Spiel ist geil. Sollte ja mal oder war von den Resident Evil machen, sollte auch irgendwie mal so ein Resident Evil wahrscheinlich werden, so in der Art. Aber dann hat es nicht ganz geklappt und daraus hat sich dann Devil May Cry kristallisiert, so wie ich das verstanden habe. Ein Hack-and-Slay-Spiel, kann man das so sagen. Ich fand es damals ultra geil. Ich habe Bock drauf. Wahrscheinlich ist die HD-Collection heute die bessere Wahl, aber ich bin jemand, wenn meine alten Retro-Konsolen das zulassen, die haben ja auch schon jetzt Jahre auf dem Buckel, zocke ich lieber auf originale Hardware. Wenn es natürlich noch geht auf den Röhrenfernsehen, habe ich ja auch noch. Sofern die Konsole es zulässt, technische Seite her gesehen, mein GameCube macht so ein bisschen Probleme. Die PlayStation 2 läuft ganz gut und da habe ich Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf und ich weiß nicht, ob mich das Spiel lange fesseln wird, ob ich dann nach ein paar Minuten keinen Bock habe, weil das dann zu hart und zu anstrengend wird. Aber bei eBay kriegt man das für 6-7 Euro inklusive Versand. Da kann man nicht Nein sagen, wie ich finde. Ach, guck mal, noch ein bisschen Papier drin für den Transport. Nett gemacht. Ja. Devil May Cry 2. 1, Entschuldigung. 2 war ja nicht so gut. Im Zuge dessen habe ich mir auch noch für den GameCube ein ganz besonderes Spiel aus meiner Anfangszeit mit den Wunderwürfeln von Nintendo gekauft, Extreme G3. Die Extreme G-Reihe hat ja ihren Ursprung auf dem N64, da habe ich Teil 1 zu Hause, Teil 2 habe ich leider noch nie gespielt. Teil 3 ist der Wahnsinn und es gibt Nachfolger, den habe ich für die Xbox Classic, der gefällt mir gar nicht mehr. Das hat mich damals umgehauen. Das habe ich direkt zum Release des GameCubes gehabt. Ich glaube, der Cube war damals 249 Euro und da habe ich mir direkt das Spiel geholt. Und ich habe es vor ein paar Tagen angeschlossen. Wenn man sich das heute in HD geben würde, mit der Grafik von damals, das sieht immer noch fantastisch aus. Bockschwer, das kann ich euch sagen. Ich kam da echt nicht weit, habe viele Anläufe gebraucht, aber es macht immer noch ultra viel Spaß. Teuer, muss ich euch sagen, 19,99 Euro die GameCube-Version. Für 5 bis 6 Euro kriegt ihr auf eBay die PS2 hinterhergeschmissen. Aber für mich war die Version die wichtige. Wie die beiden unterschiedlich sind, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, die GameCube-Version wird ein Tick schöner sein. Aber wenn euch die PS2-Version reicht, kauft euch das Game. Stellt euch auf harte Rennen ein, aber ihr werdet belohnt werden mit einem geilen Geschwindigkeitsgefühl und echt eine super geile Grafik, auch heute noch.
Zu den PlayStation 1 Spielen hat mir mein Arbeitskollege noch dieses DS-Spiel beigelegt. Zelda Phantom Hourglass. Eher was für meine Frau. Ich habe Zelda damals mit Link to the Past angefangen, habe es aber damals in der Zeit nicht verstanden und erst sehr viele Jahre später meine Zelda-Erfahrung mit der Wii U richtig begonnen, und zwar mit der Wind Waker HD Collection und Twilight Princess HD. Dann habe ich Skyward Sword auf der Wii nachgeholt und ich glaube 2-3 Mal Breath of the Wild auf der Wii U gespielt. Das ist bis jetzt alles. Alle anderen Spiele sagen mir natürlich was, bin da aber noch nicht dazu kommen, es nachzuholen. Meine Frau liebt Zelda und ich denke mal, hier wird sie sich rüber sehr, sehr freuen. Schmeißen wir in den 3DS rein und dann hat sie ja erstmal ein bisschen Spaß, weil das wolltest du immer schon spielen. Ich habe gehört, es soll gut sein, nur ich muss es dann selbst mal gucken. Ich habe da einfach zu wenig Informationen, aber Zelda, ja, da macht man eigentlich nie was falsch. So, das letzte Spiel für heute, dann geht's Richtung Toys weiter. Jetzt müsst ihr immer mal sagen, ist das für euch schon Retro? Ich habe mir Red Dead Redemption 1 nachgekauft, damals zum Release direkt geholt, dann etwas später verkauft und jetzt muss ich es wieder haben. Ich werde auch mal irgendwann mal Teil 2 nachholen. Und ja, Teil 1 fand ich damals sehr, sehr gut, keine Frage, ein ultra tolles Spiel. Ich bin nicht der größte Rockstar-Fan, also GTA habe ich bis heute nicht gespielt, aber Red Dead Redemption zumindest einmal durch und noch eine Zeit lang im Online-Modus. Ist schon die 360 für euch und die PS3 und die Wii schon Retro? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich jetzt wirklich interessieren. Für mich ist es immer noch up-to-date, sehen immer noch gut aus. Ich bin ja in Sachen Konsolen, bin ich ja momentan noch auf PS4 und Xbox One unterwegs. Die neueren PS5 und Xbox Series X interessieren mich null. Und das sage ich euch als Konsolensammler, der zumindest immer eine Konsole der aktuellen Generation direkt am Release hatte. Ich bin diesmal komplett raus. Das liegt vielleicht an meinem Alter, ich weiß es nicht. Vielleicht haben auch meine Interessen sich etwas verändert. Ich bin momentan eher im Retro-Bereich unterwegs und dann mal hier auf der 360 und na klar PS4 und Xbox One. Das reicht mir. Ich habe so viel nachzuholen oder so viele Spiele, die ich wieder erleben möchte. Red Dead Redemption, das ist ein geiles Game. Wenn ihr das noch nicht kennt, müsst ihr euch holen. Kriegt man auch schon heute sehr, sehr günstig. Ist auch für die Xbox Series X abwärtskompatibel. Wenn ihr nur aktuell unterwegs sein möchtet, dann wird es auch etwas verhübscht, etwas erhübscht werden, sagt man das so. Dann könnt ihr es auch in 4K spielen. Ich bin mit der 360-Version zufrieden. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann tue ich auch immer die Spiele in der jeweiligen Generation rein. Also die Xbox 360, also Red Dead Redemption wird in meine Xbox 360 E-Version laufen und nicht immer eine Xbox One, obwohl sie abwärtskompatibel ist zum Teil. Aber das ist ein Tick von mir. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen und ja, ich glaube für einen Zehner habe ich es bekommen. Ein bisschen teuer, aber gut, ich wollte es unbedingt wieder haben. So, dann habe ich mir natürlich bei Time for Action Toys Masters Figuren geholt. Hier einmal der Skeletor im 2000X Design, der Origins. Da mache ich es heute relativ kurz. Ich möchte darüber gerne ein Review machen. Ich packe die Figuren aus. Und wenn man von Skeletor spricht, darf er nicht weit fehlen. He-Man im 2000X Design. Es gibt schon viele Reviews dazu, aber ich habe Bock. Ich finde die Figuren in Natur wirklich besser als gedacht. Und ich habe Lust, ein Review zu machen. Falls ihr meinem Kanal noch nicht folgt oder abonniert habt, lasst ein Abo gern da. Dann verpasst ihr auch nicht mein Review. Ich denke mal nächste Woche, vielleicht am Sonntag das erste Mal schauen, wie das so zeitlich klappt. Und ich habe Lust drauf. Es ist wirklich, Origins ist immer ein Highlight auf meinem Kanal. Da freue ich mich immer tierisch drauf. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Jetzt aber zum letzten Stück für heute. So, mein Sammlungsziel der Star Wars Vintage Collection ist ja fast schon erreicht. Und normalerweise habe ich mir pro Monat immer 2 Figuren mindestens geholt. Jetzt nur eine. Ich möchte das Ende etwas herauszögern, weil mir das Sammeln doch sehr Spaß macht. Aber leider platzbedingt, das zeige ich euch gleich, ist da bald finito. Und ja, deswegen erstmal nur eine Figur diesen Monat. Ich habe mich für Han Solo entschieden. Eher aus dem Grund, weil er muss im Kader dabei sein. Er ist ein Hauptcharakter, aber die, ja, in Anführungszeichen, Bösen oder Aliens finde ich natürlich interessanter. Aber
ich muss sagen, auch hier, wenn man sich das mal anschaut, das Gesicht sieht genial aus. Das sieht in den Produktbildern auf der Online-Seite oder wo auch immer total nichtssagend aus. Aber hier, das Gesicht ist, ich bin wirklich überrascht. Das haben die echt geil gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, leider bald zu Ende, wie gesagt. Die Line macht ultra viel Spaß, ist nicht ganz günstig. Ich glaube, die Figur liegt bei 18 oder 19,99 Euro. Ich habe mir dann diesen Blister Case One bestellt. Reicht mir vollkommen aus, ist eine der günstigen Varianten. Aber gut, was soll man sagen? Auf jeden Fall, ich lasse euch jetzt einmal meine Sammlung ein, ja, meinen Sammlungsstand einspielen. Er kommt dann noch dazu. Ja, und dann war es das auch leider schon. Ja, das ist natürlich halt immer platzbedingt. Irgendwann mal ist das Ziel erreicht. Wie es dann weitergeht mit der Line, weiß ich noch nicht. Ich guck mal, ob ich da irgendwie noch eine Möglichkeit finde, anzubauen. Ob es da nicht zu überladen aussieht. Aber gut, irgendwann mal ist halt Schluss. Das geht nicht anders. Und vielleicht, wenn sich die Lage etwas stabilisiert hat, wollen wir uns eh etwas vergrößern, meine Frau und ich. Und dann könnte man ja da fröhlich weitermachen. Wobei man muss ja sagen, wenn man hier Figuren verpasst und die nicht mehr produziert werden, dann wären die sau, sau teuer. So, das war's aber für heute. Wir sind mit meinen Pickups durch. Ich hoffe, ihr habt etwas Spaß gehabt. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten. Ihr habt ja vielleicht Spiele wieder gesehen, die ihr lange nicht mehr im Gedächtnis hattet, die ihr längst vergessen habt und vielleicht wieder Bock drauf habt, da ein bisschen mit zu zocken. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Reviews, die dann die nächsten Tage kommen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, würde mich freuen, ein Like da lassen. Und ich sage ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und vor allem bleibt retro und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.